Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 1. Leute, wir sind in der 9. Kampagne und spielen dort, glaube ich, schon die 3. oder 4. Mission. Ja, einfach wunderbar. Es läuft richtig gut. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich und ich begrüße dich. Und ja, wir labern jetzt auch gar nicht mehr lange rum, sondern schauen einfach mal rein, was uns heute erwartet. Kaiser Valerian befindet sich nach seiner Niederlage bei Edessa in einem persischen Gefängnis. Sein Sohn und Nachfolger Gallienus bekämpft Revolten in Ägypten und Gallien. Das Imperium befindet sich in Aufruhr. Die persischen Horden setzen ihren Marsch in Richtung Westen fort und nähern sich dem ihnen untergebenen Königreich von Palmyra. Der Kaiser betraut sie, Odaenathus, König von Palmyra, damit Rom zu dienen, indem sie die Perser besiegen. Vertreiben sie die Perser aus Syrien, bringen sie den Krieg in deren Städte und sie werden zum Imperator Orientis, Befehlshaber des Ostens, ernannt. Ja, 4. Mission, Odaenathus, Herr von Palmyra, mit einem ganz klaren Auftrag, den wir heute haben. Vernichten Sie die Perser. Ja, und da starten wir jetzt auch mal in das Spiel rein. Ich möchte gucken, was uns hier erwartet. So, und hier sehen wir die Karte. Ja, hier ist schon ganz schön was da. Base-mäßig sieht es hier schon ganz gut aus. Wir haben hier, okay, hier können wir gleich Steine, ganz, ganz wichtig. Steine abbauen, ja. Ein bisschen was haben wir hier schon da. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich werde natürlich jetzt gleich anfangen, Nahrung zu sammeln, neue Dorfbewohner auszubauen. Ich denke, wir müssen erstmal hier unsere Base, unsere Festung hier ein bisschen ausbauen. Dass wir hier gut verteidigen können. Ja, wir brauchen ein bisschen Nahrung. Okay, aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus, denke ich mal. Ja, wir fangen jetzt mal an, die Karte einfach zu erkunden. Und ja, schauen mal, was hier los ist auf der Karte, wo die Perser sind. Ich bin mal gespannt, wo der Feind überhaupt sitzt. Ich denke mal, hier ist eine nördliche Region. Müsste das natürlich sein. Ja, wir erkunden jetzt einfach mal alles hier ganz schnell. Und dann gucken wir, dass wir unsere Stellungen hier einfach halten können. Ja, das ist ja gar nicht so wenig. Also wir haben hier Punkte, wo wir Rohstoffe abbauen. Und die würde ich natürlich schon gerne halten. Das wird ja natürlich nicht schlecht, wenn wir das schaffen. Das heißt also ganz, ganz schnell hier Ressourcen sammeln. Vor allem Steine, dass wir hier eine gute Abwehr bauen können. Ich denke, das könnte ja der Schlüssel sein. Da müssen wir uns einfach jetzt ranhalten. Sehr, sehr schnell Steine bauen, sehr, sehr schnell die Türme verbessern. Das können wir auch gleich machen. Dann haben wir schon mal gute Abwehrtürme. Ja, und ich denke, das sollte dann erstmal ausreichen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, ich denke, das ist eigentlich das erste Ziel, jetzt erstmal eine gute Base hier zu bauen. Und einfach alles zu sichern. Wir haben hier ein bisschen wenig Häuser, da werde ich natürlich gleich noch ein bisschen nachbauen. Holzfäller brauchen wir ein paar. Ja, und so fangen wir jetzt halt an, unsere Base aufzubauen. Immer das selbe Spiel halt. Das ist das Kernelement, das habe ich schon oft genug betont. Ja, macht halt auch Spaß, eine Base aufzubauen, eine Base zu sichern. Und da mache ich mich jetzt mal ran. Ich erkunde noch ein bisschen die Gegend. Vielleicht finde ich ja die Perser schon. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es spannend wird, wenn es etwas gibt, dann seid ihr natürlich sofort dabei. So, kurzes Update zurück. Ich nehme euch mal schnell mit, was sich hier getan hat. Ja, hier haben wir unsere Base, denke ich, unser Rohstoffabbau-Vorkommen hier ganz gut gesichert mit 5 Türmen. Die sieht schon mal ganz schlecht aus. Hier sind nämlich jede Menge Stein und Gold abzubauen. Zudem habe ich hier schon Arbeiter angewiesen. Also bauen ziemlich viele Steine ab. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, finde ich auch, dass wir wirklich eine gute Verteidigung aufbauen können. Zudem habe ich ein bisschen erkundet. Ich glaube, da oben, dort sitzen die Roten, ja, die 3 Bogenschützen unterwegs. Okay, die werden demnächst wahrscheinlich hier ankommen. Mal sehen, ob ich hier verteidige. Ich weiß doch nicht, ob sich das lohnt hier bei dem Essensvorrat. Keine Ahnung. Ja gut, dann werde ich einfach jetzt mal noch ein bisschen die Gegend erkunden. Einfach mehr Ressourcen sammeln. Ich habe hier schon ein paar Kamelreiter ausgebildet. Die sind ziemlich stark und ich denke, ja, da können wir doch ein bisschen was reißen, ein bisschen verteidigen. Mal sehen, die ziehe ich gleich mal, denke ich, hier oben hin. Hier ist das wichtigste Lager.
Dann gucken wir mal hier, sind die Steine abgebaut. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ein bisschen Holzfarm können die trotzdem weiterhin. Das passt, da ziehen wir nichts ab, aber ich denke noch ein bisschen Stein oder Gold abbauen. Ja, ich denke, da können wir gut Kamelreiter ausbilden. Ja, okay, jetzt gehen sie auf, meine Dorfbewohner hier schon. Hier kommt doch einiges. Okay, dann lassen wir das mal hier. Gehen wir ganz schnell hier auch, die schicken wir auch zum Gold abbauen. Und dann würde ich sagen, die Kamelreiter, die dürfen mal ganz schnell hier die Bogenschützen killen. Ja, und dann geht's weiter. Ich werde noch ein bisschen, das reicht mir noch nicht ganz hier, meine Armee natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen und mehr Ressourcen sammeln. Muss jetzt gucken, dass ich irgendwann, ja okay, Eisenzeit ist noch ein bisschen ein weiter Weg dahin. Das dauert noch ein bisschen, aber so lange werde ich hier einfach noch gucken, dass ich einfach die Stellungen hier weiter ausbaue, weiter halte auch. Und ja, dann denke ich, dann schauen wir mal weiter. Wenn wir eine schlagkräftige Armee haben, haben die einfach hier meinen Speer gekillt. Ja, wenn wir eine schlagkräftige Armee haben, dann geht's weiter. Dann melde ich mich wieder, wenn es wirklich spannend wird. Jetzt ist einfach immer nur Sammlerei. Das ja, dauert halt, ist ein bisschen zäh anzusehen wahrscheinlich. Und machen wir da einen kurzen Cut. Ja, und ganz kurz zurück, Leute, seht mal, ich habe hier. Versuche meine Basen, die ich so ein bisschen gebaut habe, zu halten. Ja, das ist einfach, dass wir hier ein bisschen Fuß fassen. Hier, die Angriffe sind hier schon krass. Also geht ständig zur Sache. Das ist nicht so ganz ohne, was hier alles folgt. Ich werde hier ziemlich unter Druck gesetzt. Hier auch. Ständig kommen von allen Seiten hier Angriffen irgendwie. Ich versuche jetzt hier ein bisschen Fuß zu fassen, habe hier schon mal eine Belagerungswerkstatt gemacht und möchte hier dann gleich auf die ersten Türme gehen, ein bisschen Gegendruck erzeugen, dass es einfach, dass wir ein bisschen vorankommen. Wir haben genug Steine gesammelt, wir können hier das mit Türmen immer ganz gut abwehren, wenn man dann ein paar Kamelreiter noch hat, die wirklich sehr, sehr stark sind. Da können wir auf alle Fälle, falls hier Katapulte kommen, ein bisschen gegenhalten. Wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir in die Eisenzeit kommen. Das ist so das Nächste und ich glaube, das können wir sogar. Wir haben genug Materialien. Jawohl, super, perfekt. Also dann sehen wir zu, dass wir jetzt in die Eisenzeit kommen. Und dann, denke ich, entspannt sich das Ganze ein bisschen. Dann können wir nämlich stärkere Armeen machen, können unsere Steinwerfer zu Katapulten ausbilden lassen. Und ja, dann werden die sich umschauen, wenn wir einfach ihre Türme mal wegholzen und dann ins erste Lager hier vordringen. Ja, welcome back, liebe Leute. Wir sind in der Eisenzeit und werden jetzt gleich Katapulte Verbesserungen machen. Zudem machen wir hier noch einen Priester, der ein bisschen Heilung bringt. Ja, hier geht's ab. Also hier kommen die wirklich. Aber gut, okay, sollen sie halt machen. Ist mir echt Wurst. Wir haben hier eine gute Verteidigung und wir haben jetzt gleich noch ein bisschen Heilung dazu. Dann soll die halt auf meine Arbeiter gehen. Dann produziere ich halt nach. Das ist mir völlig Wurst. Also, wenn die meinen, die müssen das so machen, gut, sollen sie halt. Sollen sie es tun, egal, das juckt mich jetzt auch nicht hier. Und sie soll ja auf mein paar Arbeiter hier gehen, das macht nichts. So, erstes Katapult ist ausgerüstet und ich denke, ich hau auch gleich rein. Mit den Katapulten würde ich sagen, greifen wir jetzt gleich den ersten Verteidigungsturm hier an. Zwar den guten hier, den etwas stärkeren, ja, und dann nacheinander. Oh, hier werden wir auch überrannt. Hier sehe ich gerade, hier geht es ja voll ab. Boah, das ist ja Wahnsinn, was der uns entgegenwirft hier. Da müssen wir schauen, ob wir das in den Griff bekommen. Aber wir lassen noch ein bisschen die Türme hier drauf schießen. Ja, und jetzt greifen wir an. Aber das sind halt schon schwere Kavallerie. Also nicht ohne. Wir müssen noch mehr Verteidigungstürme wohl hier bauen. Und die Türme natürlich auch gleich heilen hier. Ja, von allen Seiten bekomme ich hier Druck. Aber ja, gut, seht ihr, das ist natürlich auch. Hier wird fleißig abgebaut vom Gegner. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt die Oberhand hier bekommen. Der erste Turm, der ist gleich down, sehr, sehr gut. Und wenn wir hier den ersten haben, gehen wir sofort auf den zweiten drauf. Ja, mal sehen, ob wir hier ein bisschen mehr reißen können. Hier ist wirklich. Also hier wird dann ganz schön etwas entgegengesetzt hier. Wir müssen hier aufpassen, dass wir unsere ganze Armee hier nicht. Doch, die haben wir schon verloren, eigentlich. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt.
Gut, okay, wir haben 7 Arbeiter übrig. Da müssen wir mal schauen, was können wir hier noch machen. Ein paar Steine können wir hier noch abbauen. Einfach wieder alle Arbeiter beschäftigen lassen, dass die etwas zu tun haben. Mal sehen, ich denke, die werden jetzt natürlich gleich wieder angreifen, das ist ja klar. Okay, hier kommen schon wieder die Nächsten, also das ist wirklich krass. Aber ich muss hier die Türme einfach wieder aufbauen, den, wo wir verloren haben. Und dann, ja, jetzt gut nachrüsten lassen. Ich denke mal, hier können wir noch ein paar Arbeiter wieder gebrauchen. Sehr, sehr gut. Die Angriffe, die lassen nicht nach hier. Also das ist wirklich krass. Ja. Hier muss man erstmal das schaffen zu verteidigen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Angriffe die machen hier. Also die lassen echt nicht locker. Müssen wir wirklich zusehen, dass wir hier nicht untergehen. Das ist wirklich krass hier. Aber ich denke, wir schaffen das schon. Ich habe hier eine gute Verteidigung jetzt aufgebaut. Die sieht sehr, sehr gut aus. Hier können wir noch ein paar Kamelreiter sonst oder Elefanten machen, je nachdem, was wir brauchen. Wir lassen noch mehr Ressourcen jetzt abbauen und dann müssen wir einfach eine Armee zusammenstellen und wirklich mal den Angriff wagen hier, denn das wird hier nicht weniger. Und ja, irgendwie kommen hier unendlich viele Einheiten wieder. Das ist schon krass. Aber gut, darüber müssen wir halt auch bestehen. Das ist halt nun mal so und ich denke, das werden wir auch irgendwann schaffen. Es sieht ganz gut aus, trotz dem ganzen Trubel hier stellen wir langsam unsere Armee zusammen und sobald wir schlagkräftig genug sind, greifen wir dann an. Jetzt eine kleine Armee, ist zwar nicht viel, aber mal sehen, ob wir hier was ausrichten können. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ins Dorfzentrum, also hier sitzt der Feind ganz, ganz klar. Wir gehen jetzt mal hier hoch und dann ziehen wir unsere Katapulte nach und mal sehen, ob wir hier ein bisschen hier reinstürmen können. Wir schießen sogar, siehst du, echt, hier schießt sogar ein Schiff jetzt auf unsere Türme, das ist ja wirklich fies. Aber gut, okay, soll die das halt machen. Hier lasse ich noch 2-3 Kamelreiter einfach ausbilden zum Schutz hier. Hier sind wir aber auch gleich fertig mit dem Gold. Hier gibt es nicht mehr viel. Jetzt ziehen wir einfach mal nach und dann werden wir jetzt Stück für Stück uns hier ranpirschen. Mal sehen, eigentlich könnten wir auch gleich den Turm hier zerstören. Ich denke, meine Katapulte sollen jetzt einfach da mal drauf feuern. Ja, die haben hier wirklich wieder einiges, dieser Wahnsinn, Wahnsinn, was die, wie es da rumwuselt bei denen. Die sind da auch schon, die KI ist nicht ohne, also das sind schon, checken schon, ja. Unsere Elefanten, denke ich, die machen auch ganz gut Schaden an dem Turm. Trotzdem hat er schon eine gute Verteidigung aufgebaut hier, also das ist schon nicht ohne, ja. Muss man trotzdem zusehen, dass wir halt so viel einfach jetzt Schaden machen mit unserer kleinen Armee wie möglich. So, die ersten Türme sind schon da und sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt gleich weiter. Ich lasse vielleicht noch 2 Katapulte weiter ausbilden. Zusätzlich noch ein paar Armeen. Die lassen wir gleich hier oben hinlaufen. Vielleicht klappt es ja und wir können hier ein bisschen Fuß fassen einfach und ein bisschen die Base hier zerstören. Die Gegner ein bisschen zurückwerfen. Das sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus hier. Wenn wir nur mit den Soldaten hier zurechtkommen, ja, die werden beschossen von allen Seiten. Hier geht es voll ab. Aber unsere Elefanten, die halten natürlich ein bisschen mehr aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier haben wir doch einiges jetzt down bekommen. Und ich mache jetzt ein paar Phalanxen noch. Die sind natürlich auch gut gegen die Arbeiter hier aufs Dorfzentrum gleich drauf. Bam. Sehr, sehr gut. Ja, wir tun einfach, was wir können hier. Ja. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Aber gut, passt. Die Bogenschützen, die kriegen wir schon im Griff. Hier ist noch der Priester. Auf den müssen wir wirklich drauf gehen. Der übernimmt gleich sonst wieder einen Elefant. Das würde natürlich sehr, sehr weh tun. Also den müssen wir erwischen hier. Gleich nochmal ein paar Elefanten ausbilden hier. Weiter nachrücken. Ja, wir müssen jetzt Druck machen, dass wir die Base hier einfach down bekommen. Wo ist der Priester? Haben wir den Darm bekommen? Ja, da liegt er im Dreck. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Wir haben noch einen Katapult. Das darf auf den Turm noch gehen. Ja, und die Elefanten, die lassen mich hier hinten ein bisschen wüten. Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir.
Die Gebäude des Gegners, die wackeln hier und die fallen ja auch gleich zusammen, ein nach dem anderen. Sehr, sehr gut. Ich denke, das war der entscheidende Schlag, hier einfach mal mutig vorzurücken. Und ja, schaut euch das an, alles brennt hier, alles in Schutt und Asche vom Gegner. Ja, die Perser, der Neo-Untergang ist gekommen und ich glaube, jetzt haben wir sie wirklich, ja, jetzt haben wir sie dran gekriegt. Sehr, sehr gut. Das war wirklich eine ganz, ganz harte Nuss hier, die einfach jetzt platt zu machen. Und sehr, sehr gut, wir haben da wirklich mutig sind wir vorangegangen. Ja, und so haben wir jetzt den Erfolg auch verdient. Ja, und jetzt können wir wirklich die letzten Gebäude hier zerstören. Ich glaube, das war dann schon die Hauptbase von den Gegnern. Sehr, sehr gut. Also, ja, wir machen jetzt einfach schnell alles noch hier platt. Und dann sieht es gut aus. Dann können wir hier weitermachen. Wenn hier noch was, wenn es überhaupt noch was zu tun gibt. Jetzt hier weiter vor, hier ist nochmal ein Priester, der hat mich natürlich wieder einen meiner Elefanten übernommen, aber nicht so schlimm, den werden wir jetzt uns jetzt holen, also den machen wir jetzt alle, das kann ja wohl nicht wahr sein hier, aber Moment, wir kämpfen jetzt, ich probiere jetzt mal was aus, zack, unter Katapulte schießen jetzt mal auf den Elefanten hier, treffen natürlich den eigenen, ist ja klar, ja, so läuft's hier. Den eigenen wieder blatt gemacht, aber naja, was soll's. Ich denke, da wird jetzt nicht mehr so viel kommen. Dann hauen wir den Elefant einfach noch weg hier. Tut ein bisschen weh, weil es halt der eigene ist, aber ja, seht mal, hier sind schon die 4 neue. Also was soll's. Sturm einfach weiter voran. Okay, unsere beiden Katapulte sind down. Ich hoffe, der Elefant liegt jetzt dann bald. Die sind schon sehr, sehr zäh, oder? Das dauert ewig, bis die down gehen. Ist wirklich krass. Ja gut, ich denke, das meiste haben wir hier. Wir gehen jetzt auf die letzten Gebäude. Mal sehen, ob dahinter im schwarzen Kriegsnebel noch irgendwo was auf uns lauert. Ich bin gespannt. Jetzt noch ein paar Häfen vom Feind und ich sehe hier noch eine Mauer. Also Leute, es geht noch weiter. Das ist noch nicht das Ende. Hier kommt noch was. Hier kommt noch eine Festung. Mal sehen. Bin ich aber mal gespannt. Oh, hier sind doch... Schaut euch diese Schiffe an. Das ist ja wirklich krass hier, was einem hier... Hier werden mal die ganzen Elefanten hier weggeballert. Das gefällt mir aber gar nicht so. Haben wir jetzt einen eigenen Hafen gebaut? Okay. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ja, die Häfen, die müssen weg, ganz klar. Ich lasse jetzt einfach mal ein paar Schiffe noch ausbilden, erstmal hier entwickeln lassen. Wir haben hier wirklich noch gar nichts. Ja, die Häfen einfach weghauen, dass die keine neuen mehr nachholen können. Ich denke, hier werden wir noch ein paar Schiffe einfach zerstören können. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Und dann, ja, dann schaffen wir das schon. Da bekommen wir hier die Oberhand, würde ich mal sagen. Ich glaube, viel macht er nicht mehr, der Gegner. Er lässt nicht mehr viele Einheiten hier nachrücken. Also zur Verteidigung kommt hier wohl nichts mehr. Ich werde jetzt gleich mal zusehen, dass ich hier ja genau ein paar Arbeiter mehr schnappe und einfach die hochlaufen lasse und hier eine kleine Base aufbauen kann, wo ich dann... jetzt mal doch ein bisschen hier... eigentlich schon krass im Fang hier. Hier geht es ja voll ab, die Schiffe, das ist wirklich, aber es bekommen wir in den Griff. Ich lasse jetzt schon meine Galeeren hier ausbilden, die sind vielleicht noch nicht so stark, aber ich denke, das schaffen wir jetzt schon, das bekommen wir hin. Hier bauen wir ganz schnell einfach eine Base auf. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach ein paar Türme hin. Mal sehen, ob die hier durchkommen. Die Elefanten müssen halt überleben, ein bisschen noch, komm, ein bisschen. Okay, brauchen wir keinen Turm machen. Meine Galeeren werden gleich kommen und dann holt's mal halt die ganzen Schiffe hier weg. Wir haben jetzt genug ausgebildet, jetzt nur noch weiterentwickeln und dann geht's rund. Ich fahre jetzt schon mal los, die Entwicklung, die sollte ja gleich fertig sein, oder? Wieso haben wir nämlich? Brauchen wir nicht hin? Ja, wunderbar, jetzt haben wir Tirenen, oder? Tireme heißen die Schiffe und ja, mit der Masse, denke ich, kommen wir ganz gut voran. Ich denke, da werden wir schnell die Gegner jetzt weghauen. Dann haben wir schon mal die Seehoheit, sagt man. Okay, und da geht es natürlich weiter und dann werden wir die letzte Base hier angreifen. Auch wenn die Mauern noch so dick sind, wir werden da doch kommen.
Ja, und Sieg, der Gegner hat wohl aufgegeben. Habt ihr das gesehen? Okay, ich denke, da hat er wohl eingesehen, dass er keine Chance mehr hat. Das war jetzt ein bisschen unerwartet. Ich habe mich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass wir die letzte Festung noch platt machen. Ja, und da hier kein Prolog kommt, Leute, haben wir die Kampagne doch. Ja, wir haben die Feinde Roms. Die Feinde Roms haben wir abgeschlossen und wir schauen uns jetzt den Endprolog noch an von dieser Kampagne. Ja, und dann geht's in der nächsten Folge schon in die letzte Kampagne mit einem lachenden und natürlich einem weinenden Auge. Denn es ist wirklich die letzte Kampagne von Age of Empires 1. Leute, das sind mit Sicherheit dann an die 50 Missionen, die wir durchgespielt haben. 50 Videos, eine Menge Arbeit, eine Menge Spaß aber auch. Und ja, das hat wirklich riesig Fun gemacht. Aber wir haben ja noch ein paar Missionen, die genießen wir natürlich in den nächsten Videos. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Geht auf meinen Kanal, schaut euch die anderen Videos an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Das unterstützt mich, das hilft mir, bringt mir weiter. Schreibt mal einen netten Kommentar rein, ob euch das wirklich gefällt, ob ihr das gerne anschaut. Ja, wenn ihr bisher geschaut habt, dann muss es ja nicht so schlecht sein. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Der Zock ist raus. Ciao, ciao. Die Nachricht ihres Erfolges hat Kaiser Gallienus erreicht. Er ist sehr zufrieden mit seinem palmyrischen Verbündeten und verleiht ihnen wichtige Titel. Oder Enatus, genießen Sie die Früchte des Sieges und die Anwesenheit Ihrer jungen Söhne und Ihrer wunderschönen Frau Zenobia, da Triumphe bei ehrgeizigen Männern wie Ihnen oftmals schnell abklingen.